So, und jetzt folgt ein Impulsseminar, das sicherlich eins der wichtigsten Themen unserer Zeit bespricht, nämlich Nachhaltigkeit. Wie können und müssen Kinos sich den Herausforderungen ökologischer Verantwortung stellen? Nachhaltigkeit und Kino, Impulse für die Zukunft ist der Titel. Und wenn Sie nachher eine Frage dazu haben, dann bitte ich Sie, mit einem Handzeichen sich zu melden, damit der Moderator des Seminars Sie sieht. Und dann können Sie eins dieser Schwanenhalsmikrofone, die Sie hier zwischen den Stühlen sehen, nutzen. Und es klingt komplizierter, als es ist. Es ist ein kleiner Knopf, entweder vorne am Gerät oder an der Seite angebracht, auf den Sie dann drücken müssen. Dann sind Sie auch zu hören mit Ihrer Frage. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, aber sonst schreien Sie einfach laut. Das geht zur Not auch. So, dann freue ich mich, den Moderator, ist er schon im Saal des nächstfolgenden Impulsseminars, bei uns begrüßen zu dürfen, da ist er genau. Es moderiert der Geschäftsführer der MFG Baden-Württemberg, Karl Bergengrün. Kann man mich hören? Besser? Okay. Also, nochmal, ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich jetzt mit Mikrofon. Und ich bin nichts ohne meine Gäste, denn dieses Impulsseminar ist in Wirklichkeit eine Reihe von Vorträgen und Gesprächen. Und deswegen bitte ich alle auf die Bühne zu kommen, die dazugehören. Peter Dinges, Birgit Heitzig, ihr seid da, euch habe ich schon gesehen, Dorin Lange und Lukas Hinzen und Eberhard Grundl wird nachher dazu geschaltet, der Sprecher für Kultur und Medienpolitik der Bundesfraktion Die Grünen. So, auch wenn das keine richtige klassische Panel-Diskussion ist, wir fangen an mit einer kleinen Vorstellungsrunde, die immer nicht so lang sein soll, deswegen mache ich sie. Und fange an nochmal mit dir, lieber Peter, wir kennen uns gut. Peter Dinges, Vorstand der FFA und in der FFA für viele grüne Aktivitäten, zum Beispiel die Herausgabe des grünen Kinohandbuchs, verantwortlich einer eigenen Stelle für Nachhaltigkeit. Wir werden darüber noch hören. Neben dir sitzt Birgit Heitzig, auch wir kennen uns gut, die FFA-Beraterin Grünes Kino, aber der grüne Newsletter, den sie monatlich herausgeben und für die FFA, die Beratung, all das ist nur ein Teil dessen, was sie tun, für seit, ich glaube, wie viele Jahren, 20 Jahren, 10 Jahren, okay, 10 Jahren für eine grüne Kinopolitik. Und rechts von mir sitzt Dorin Lange, Senior Trade Marketing und Event Managerin bei Studio Kanal und in dieser Funktion, wie ich gelernt habe, zuständig für viele kleine, größere Werbemittel, Marketingmaßnahmen, alles, was für einen ökologischen Umbau ihres Verleihs zu tun hat. Und rechts von Ihnen sitzt Lukas Hinzen. Er ist Prokurist bei Druck und Werte und Sie arbeiten für Studiokanal, aber auch für viele andere Institutionen zum Thema nachhaltige Werbeproduktion. Gut, wir haben gesagt, wir fangen mit euch an und wir würden aber noch mal einmal einführen in das Thema, nämlich Nachhaltigkeit im Kino, Impulse für die Zukunft. Wir alle haben sehr lange gedacht, Kino, das sind große Bilder und kleine CO2-Emissionen, aber eine französische Studie vor einigen Jahren hat mich zumindest aufgeweckt, die sagt, dass der Telekommunikationssektor in Frankreich nicht mehr CO2-Emissionen verursacht als der Kino-, Film- und TV-Markt in Frankreich. Es geht um viel. Frau Roth hat ja so einen Teil der Moderation vorhin schon übernommen, indem sie gesagt hat, es gibt diesen Arbeitskreis Green Shooting, den die MFG und damit ich leite, wo gerade ab diesem Jahr ökologische Standards für eine nachhaltige Filmproduktion nicht nur vereinbart wurden, sondern Firmen sich und Sender sich verpflichtet haben, sie einzuholen. Sie hat auch gesagt,
dass es eine solche Standardisierung in dem Kinobereich noch nicht gibt. Aber, und das weiß ich, das wissen wir alle, das weiß ich aus Baden-Württemberg und ihr aus dem Bundesgebiet, es gibt viele, viele, viele Bewegungen, Unternehmungen im Kinobereich, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Ich nenne nur Einsatz von Photovoltaik, Ökostrom, Pfandsysteme, die eingeführt werden, Reduktion von Verpackungen, Abfalltrennung, bedarfsgerechte Lüftungssteuerung und so weiter. Und hier neben uns sitzen vier Protagonisten, die mit vielen anderen sich wirklich um dieses Thema kümmern. Und darüber werden wir jetzt sprechen. Ich habe es so verstanden, der erste Vortrag kommt von Ihnen, liebe Frau Heizig. Ich bin sowas wie Moderator und Vortragswart in einem. Und ich würde Ihnen jetzt das Wort geben und danach, lieber Peter, dich dazu interviewen. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Wir können ja mal gucken, wie schnell das geht, sonst drehen wir ein Stück um und fangen an mit Peter Dinges zu sprechen und würden dann Ihren Vortrag nachmachen, aber es sieht schon ziemlich grün aus. Müssen wir übrigens weggehen? Kann man das weniger sehen, weil wir hier sitzen? Nee? Geht? Okay. Dann, liebe Frau Heizig. Ja, hören Sie mich jetzt? Okay, sehr schön. Ja, das grüne Kinohandbuch, wie Sie unschwer erkennen können, hat einen größeren Umfang. Es sind nicht mehr 172, sondern die zweite Auflage hat 228 Seiten. Und warum gibt es überhaupt eine neue Auflage? Seit der Veröffentlichung der ersten Ausgabe 2018 sind viele gesetzliche Rahmenbedingungen geschärft worden und auch neue hinzugekommen. Das grüne Kinohandbuch, das war jetzt der falsche Klick, Moment. So, das grüne Kinohandbuch ist in vier Handlungsfelder wieder unterteilt, also in Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Concession und Abfallmanagement. Und der Ansatz dabei lautet einfach, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber beachten oder was müssen sie in Zukunft beachten? Dann zweitens, welche Maßnahmen lassen sich im Kinobetrieb umsetzen, um CO2-Emissionen und Kosten zu reduzieren? Und drittens, welche Maßnahmen werden bereits erfolgreich von Kinobetrieben umgesetzt? Der größte Bereich ist der der Energieeffizienz und die Energiewende wird sich auch nur umsetzen lassen können, wenn wir Energie sparen. Mehr als ein Drittel aller CO2-Emissionen werden durch die Gebäude emittiert. Und die Gebäuderichtlinie, die zielt einfach darauf ab, die Gesamteffizienz von Gebäuden zu verbessern. Um das zu erreichen, sind Mindeststandards für Bestandsgebäude vorgesehen. Die EU-Kommission will ab 2025 europaweit einheitliche Energieausweise einführen. Und bis 2027 ist vorgesehen, dass für Nichtwohngebäude, also wozu dann auch die Kinos gehören, wo eine Gesamteffizienz eingestuft wird mit F oder G, dafür soll es eine Renovierungspflicht geben. Also das ist jetzt erstmal eine gesetzliche Planung. In Deutschland wird die Gebäuderichtlinie mit dem Gebäudeenergiegesetz, dem GEG, umgesetzt und das wird ja auch gerade geschärft. Wir haben das ja alle in den Medien erfahren, das Energieeffizienzhaus 55 konnte nicht mehr weiter gefördert werden. Das soll ja ab 2023 gesetzlicher Mindeststandard werden für Neubauten. Und es soll zukünftig ein Siegel geben für nachhaltige Gebäude und da soll darauf geachtet werden, dass eben die tatsächliche CO2-Einsparung pro Quadratmeter, Büro, Gebäude oder Wohnfläche, dass man darauf Bezug nimmt.
Seit März letzten Jahres gibt es die neue Ökodesign-Richtlinie und dem ist geschuldet, dass diese Energieeffizienzklassen für elektrische Geräte neu klassifiziert worden sind. Also es gibt nicht mehr A++, sondern jetzt wieder A bis G bei neueren Geräten. Und A wird auch noch nicht so leicht vergeben, damit man eben noch Luft nach oben hat. Und neu im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie ist auch das Recht auf Reparatur, dass also Geräte 7 Jahre lang repariert werden müssen und auch Ersatzteile vorgehalten werden. Aber das gilt bislang eben nur für Produkte für den Consumermarkt, nicht für Kinoprojektoren. Die Umsetzung erfolgt bei uns in Deutschland mit dem Energieverbrauchsrelevante Produktegesetz. Die meisten CO2-Emissionen und auch Kosten im Kinobetrieb, die entstehen ja meistens durch den Betrieb von Lüftungs- und Heizungsanlagen. Alte Lüftungsanlagen sind mitunter energetische Problemkinder. Der Einbau von einer Steuerung, mit der sich also dann der Frequenzumwandler pro Saal justieren lässt, ermöglicht eine bedarfsorientierte Lüftung. Aber Klimaanlagen sind leider nicht immer klimafreundlich. In über 90% aller stationären Klimaanlagen, da zirkulieren die Kältemittel R134a und R410a. Die sind sehr klimaschädlich, wenn sie aus dem Kreislauf austreten. Dieses R134a, das besitzt ein Erderwärmungspotenzial, also von 1430, also ist 1400 Mal so schädlich wie CO2 und darf seit 2011 nicht mehr in Autos eingesetzt werden. Aber das andere, das R410a, das befindet sich in zahlreichen Klimaanlagen und Wärmepumpen. Und 1 Kilogramm davon entspricht 3,9 Tonnen CO2-Äquivalenten oder der Verbrennung von 1300 Liter Diesel. Es gibt eben Alternativen an Kältemitteln, die sich einsetzen lassen, wie Kohlenwasserstoffe, Kohlendioxid, Ammoniak, Luft oder Wasser, aber das ist technisch leider nicht immer möglich. Also Kohlendioxid kann zum Beispiel in Wärmepumpen eingesetzt werden, aber es geht leider auf die Effizienz, also müssen das sehr effiziente Anlagen sein und die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe darf dann nicht zu hoch sein. Die Investition in ein Wärmepumpensystem, das kostet ungefähr das 2,5-fache wie ein konventionelles Heizsystem. Aber angesichts der horrenden Preise für fossile Brennstoffe momentan, verkürzt sich natürlich dann auch entsprechend die Amortisationszeit. Die kostbarste Ressource, die wir haben, ist unser Trinkwasser. Und es ist natürlich nicht zielführend, das einfach die Toilette hinunterzuspülen. Und aus diesem Grunde sind wasserlose Urinale und auch die Nutzung von Niederschlagswasser für die Toilettenspülung sehr sinnvoll. Und das wird ja auch von den einigen Kinobetrieben umgesetzt. Und auch Gründächer sind also vor allem in Gebieten mit einer hohen Flächenversiegelung sehr gut, um Starkregen aufzufangen. Ja, die französische Studie von dem SHIFT-Projekt, der Studie zufolge ist die Anreise von Kinobesucher und Besucherinnen für über 88% der CO2-Emissionen verantwortlich. Jetzt kann man die Zahl eben gerne bewerten, wie man möchte. Es hängt natürlich sicherlich davon ab, ob man zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem SUV ins Kino kommt. Aber was können Kinos denn tun, um diese Emission der Anreise zu reduzieren? Und da bietet es sich natürlich an, sichere Fahrradstellplätze anzubieten oder Kombi-Tickets mit dem öffentlichen Nahverkehr einzugehen. Auch Ladesäulen sind ein Thema und vor allem Kinobetreiber, die Photovoltaikanlagen haben, für die wird das mitunter auch ein Geschäftsmodell, schon auch Ladesäulen anzubieten. Damit sind wir beim Thema erneuerbare Energien. Und für die Erzeugung von Solarstrom, da gibt es verschiedene Optionen. Also es gibt zum Beispiel auch Solarziegel, die längst nicht so schwer sind wie die klassischen Photovoltaikmodule. Auch bauwerksintegrierte
Photovoltaik oder Solarfolien, die haben einen geringeren Wirkungsgrad von 13,2%, aber der Strom ist halt umsonst. Auf jeden Fall ist es wirtschaftlich sinnvoll, die Energie, die mit der PV-Anlage erzeugt wird, dann auch zu speichern, um sie zeitversetzt nutzen zu können. Bei der Produktion von den PV-Modulen in der EU werden 40% weniger Emissionen verbraucht, als wenn die aus China kommen, weil in China natürlich wesentlich mehr Kohlestrom sich im Strommix befindet. Damit sind wir auch schon beim Thema Lieferketten. Bei der Lieferung von Getränken im Kino ist es immer das umweltfreundlichste, natürlich Produkte aus der Region zu beziehen. Also regional, nachhaltig produziert, vegan, bio, Fairtrade. Das sind natürlich jetzt auch Themen, die mehr und mehr an der Concession-Theke für Süßwaren, Eis und knappe Artikel aufkommen. Und es ist sogar möglich, an der Concession-Theke Food Waste zu vermeiden. Und zwar bei der Produktion von einer Tafel Schokolade, also 100 Gramm Schokolade, entstehen durch den Kakaoanbau, also die haben einen Wasserfußabdruck von 1700 Liter Wasser, 100 Gramm Schokolade. Und in der zweitgrößten Schokoladenfabrik in Deutschland rollen täglich 3 Millionen Tafeln Schokolade vom Band. Das Problem ist, wenn ein Sortenwechsel stattfindet, also ich von bitter auf Vollmilchschokolade umstelle, dann muss die Anlage mit Schokolade gespült werden. Das ist die sogenannte Chargentrennmasse. Und da gibt es jetzt ein Start-up, die sorgen dafür, dass diese Schokolade nicht länger vernichtet wird, sondern vermarkten die als gerettete Schokolade. Und das kommt ziemlich gut an bei den Kinogästen. Ja, damit kommen wir auch schon zum Abfallmanagement. Abfall beginnt nicht erst, wenn wir also den Müllberg vor uns haben, sondern Abfallmanagement beginnt eigentlich beim Einkauf. 2019, das war die Vor-Corona-Ära, da wurden in Deutschland 19 Millionen Tonnen Verpackungsmüll registriert. Das sind pro Kopf 228 Kilo. Und wenn wir wissen, dass in so eine 120-Liter-Tonne ungefähr nur 2 Kilo Verpackungsmüll reinpassen, weil der Verpackung wiegen ja nicht viel, wären das ja 450 solcher großen Tonnen pro Kopf. Deshalb soll jetzt der Verpackungsmüll reduziert werden, und zwar auch im Kino. Kinobetreiber, die sogenannte Serviceverpackung anbieten, also die Schachteln mit Popcorn befüllen oder auch Nachos in Schälchen tun oder Softdrinks in Becher. Die sind ab dem 1. Juli dieses Jahres dazu verpflichtet, sich bei der zentralen Stelle Verpackungsregister, und zwar beim Verpackungsregister Lucid, zu registrieren. Und zwar gilt das wirklich für alle Serviceverpackungen, also egal, ob das jetzt Einwegbecher sind aus Pappe, die beschichtet sind, oder Schälchen aus pflanzlichen Fasern oder auch Popcorntüten aus Papier. Bisher gab es das auch schon, aber bisher war es ausreichend, dass man einfach auf den Lieferschein geschaut hat und geprüft, ob eben schon eine Vorbeteiligung vom Hersteller erfolgt ist, ja oder nein. Und jetzt muss eben auf jeden Fall die Registrierung erfolgen. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, und die heißt ganz einfach: unverpackte Ware anbieten. Auch das setzen ja schon einige Filmtheater um. Ja, ab dem 1. Januar nächsten Jahres, da kommt auch noch die Mehrwegangebotspflicht, und die besagt, dass also den Gästen im Kino für Getränke eben nicht nur Einwegbecher, sondern jeweils eine Mehrweglösung angeboten werden muss. Und darauf haben sich auch schon viele Kinobetriebe eingestellt und also umgestellt auf Mehrwegbecher. Auch da gibt es eine sehr positive Publikumsresonanz, wie ich höre. Und dann hat man natürlich das Problem, dass die Becher gespült werden müssen. Und insofern passiert auch da eine Menge. Also es gibt zum einen Spüldienstleister, aber durch den Transport wird dann ja auch ein Fußabdruck verursacht. Insofern gehen auch viele Kinos mittlerweile dazu über, eine eigene Spülinfrastruktur aufzubauen. Ja, und dann gibt es ja schon seit dem Juli letzten Jahres das Einwegplastikverbot im Rahmen der Einwegkunststoffrichtlinie. Die ist in Deutschland umgesetzt worden mit der
Einweg-Kunststoff-Verbotsverordnung, aber das ist noch nicht alles. Also es gibt auch diese Einweg-Kunststoff-Kennzeichnungspflicht. Dieses Label haben Sie vielleicht schon mal auf Verpackung gesehen, ein Warnhinweis, dass also dieses Produkt Plastik enthält und entsprechend entsorgt werden muss. Und es geht aber noch weiter. Und zwar ist auch geplant, im Rahmen dieser Einweg-Kunststoff-Richtlinie der sogenannte Einweg-Kunststoff-Fonds, der soll auch ab 2023, musste er umgesetzt werden in Deutschland. Und zwar sollen damit mit den Geldern, die eingesammelt werden, das sogenannte Littering, also die Vermüllung der Umwelt durch kunststoffhaltige Produkte finanziert werden. Also die Kommunen, die eben hohe Kosten für die Müllentsorgung und Säuberung der Straßen und Parks und so weiter haben, denen soll dann diese Littering-Abgabe eben zugutekommen. Und die wird erhoben, aber nur auf kunststoffhaltige Produkte. Nun ist aber ja die Situation, dass im Kino selbst erfolgt eigentlich kein Littering, sondern höchstens im Saal, dass dort Becher oder so stehen bleiben. Aber nach dem Kinobesuch werden ja traditionell nicht die Becher in der Umwelt entsorgt. Und aus dem Grunde haben angeführt vom HDF die Kinoverbände eine Stellungnahme dazu abgegeben, in der gefordert wird, dass man eben die Kinos von dieser sogenannten Littering-Abgabe ausschließen wird. Und ja, ob das jetzt Erfolg hat, werden wir sehen. Aber es wäre ja sinnvoll, weil es erfolgte einfach nicht im Kino. Ja, und jetzt der letzte Punkt ist, was auch noch eingeführt werden soll, ist der digitale Produktpass. Der gilt zunächst nur für Batterien, aber vorgesehen ist, das für sämtliche Produkte aufzusetzen. Und zwar soll also jedes Produkt soll in Zukunft einen Produktpass erhalten. Und in diesem Produktpass, das muss man sich vorstellen, als eine digitale Datenbank, die dann vielleicht über einen QR-Code oder so eingelesen werden kann, dass man sieht, was für Rohstoffe sind in einem Produkt enthalten, wie ist dieses zusammengesetzt, aus welchen Komponenten, lässt es sich reparieren und wenn es sich nicht mehr reparieren lässt, lässt es sich entsorgen. Und dann plant die EU-Kommission noch einen Reparierbarkeitsindex für Smartphones, so ähnlich wie das Nutri-Score, was wir schon kennen, einzuführen. In Frankreich gibt es das schon. Ja, und damit sind wir dann schon wieder bei der Ökodesign-Richtlinie und es schließt sich der Kreis. Das war's, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Heitzig. Bevor wir zu dir kommen, Peter, will ich noch mal unterstreichen, es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da ich nicht alle sehen kann hier, sprechen Sie auch einfach rein, wenn Sie etwas wissen wollen. Sie haben ja die Mikrofone. Und wenn das aber nicht der Fall ist, ich warte noch mal, ob sich jemand meldet, dann würde ich zu dir kommen, lieber Peter, und dich einfach als Initiator fragen, wie ihr denn damals darauf gekommen seid, wie kam es zu dem grünen Kinohandbuch, warum hast du das damals in Auftrag gegeben? Ja, erstmal möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung, liebe Christine Berg, lieber HDF, aber auch lieber Gastgeber, dass wir hier in Baden-Baden sein dürfen. Und es kommt mir fast so vor, als ob die Zeit 3 Jahre lang stillgestanden hätte. Und es tut wohl, mit Ihnen zusammen hier zu sitzen, ganz ohne Maske in diesem vertrauten Saal. Darüber freue ich mich sehr. Ja, das Kinohandbuch lag natürlich extrem nahe. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir beide geführt haben. Das ist schon eine ganze Weile her. Und dann hast du mir erläutert, wie denn die Initiativen eures Hauses sind im Bereich Green Shooting, was ihr vorhabt bei der Produktion, was Hamburg so vorhat. Und ich habe dir damals gesagt, ich muss das Rad nicht zweimal erfinden und die FFA wird euch gerne begleiten, aber in dem Produktionsbereich nicht nach vorne preschen. Und so ist es ja dann auch richtig gewesen. Green Shooting hat Platz gegriffen, Hamburg auf der einen Seite, ihr auf der anderen Seite, die BKM, die Initiative Green Shooting, Green Motion, all das führte zusammen und jetzt gibt es bald die entsprechenden Standards und alles ist auf einem guten Weg und wir begleiten. Aber eins wollten wir tun, da wo unsere Kernkompetenz liegt,
Und die sehen wir ein Stück weit beim Kino, die sehen wir in der Kinoförderung. Da sitzt die FFA einfach Kino und immer schon gewesen. Und dann stellte sich natürlich die Frage, wir machen jetzt was im Kino. Das hatte ich dir auch gesagt. Naja, und da lag es nahe, ein sogenanntes Green Label für das Kino zu machen, ein Green Cinema Label. Und wir haben das auch gemeinsam entworfen, ich ein bisschen weniger als Sie, Frau Heizek, wie das in der Regel so ist. Und wir waren super stolz und wir haben es vorgestellt in unseren Gremien. Christine Berg wird sich noch erinnern, sie war dabei und ich bin damit krachend gescheitert. So, und dann standen wir da und dachten, wird nichts mit dem Green Cinema Label. Klammer auf, manchmal bedauere ich das, weil die ein oder andere Initiative hätte es dem HDF vielleicht sogar heute erspart, Klammer zu. Und da hatten Sie, Frau Heizek, gesagt, Mensch, wir machen das dann anders. Wir machen einfach einen vernünftigen Ratgeber aus der Praxis für die Praxis. Das gibt den Kinobetreibern Freiheit, selber ganz autonom sich an diesem Ratgeber zu orientieren. Das ist kein Muss, das ist keine gesetzliche Norm. Wir informieren einfach und wie in jeder Branche gibt es auch hier Vorreiter und wir informieren über deren Initiativen. Und wer das dann annehmen will, der kann das machen und die anderen lassen es oder auch nicht. Jedenfalls können wir damit was anstoßen. Und das haben wir getan und das war die Geburtsstunde des grünen Kinohandbuchs. Und jetzt gibt es eine Neuauflage. Warum gerade jetzt? Naja, das ist, glaube ich, relativ klar. 4 Jahre ist es her, dass dieses grüne Kinohandbuch gemacht worden ist und diese Zeit geht rasend schnell vorbei. Und wir haben es ja eben gehört, es gibt zahlreiche gesetzliche Neuerungen und das alte Kinohandbuch ist zwar immer noch schön von den Best-Practice-Beispielen, aber viele gesetzliche Bestimmungen haben sich ganz einfach verändert. Da war zwingend ein Update notwendig. Und by the way, das Alte war dann auch irgendwann vergriffen. Magst du, lieber Peter, auch noch mal sagen, was die FFA in puncto Förderung tut von Nachhaltigkeitsmaßnahmen und auch genauso, was für Richtlinien es zukünftig geben wird? Also worauf müssen sich die Kinos einstellen in puncto Nachhaltigkeit, um von euch Förderung zu bekommen? Eine wichtige Frage, auf die, glaube ich, der ein oder andere Kinobetreiber in diesem Saal gewartet hat und vielleicht auch wissen möchte, was jetzt die Antwort ist. Na, vielleicht mal vorab, vorneweg, diese 3 Jahre eingefroren, die galten ein Stück weit auch, ich würde mal sagen, während der Pandemie für gesellschaftspolitische Themen, die drängend waren, die wichtig waren, die auch uns erreicht haben, die aber in diesen 2, 3 Jahren nicht mit der gleichen Intensität vorangetrieben worden sind, wie etwa bestimmte Hilfsmaßnahmen im Rahmen der pandemischen Unterstützung. Das holt uns jetzt ein und es holt uns mit Wucht ein. Also ist natürlich vorne an auch eine Überholung unserer eigenen Richtlinie und ich würde mal sagen eine grüne Förderrichtlinie, die wir an dieser Stelle gerne dann auch den Kinobetreibern anbieten wollen. Wir haben sehr lange immer die Unterscheidung gemacht zwischen Außenanlagen und Innenanlagen. Die Innenanlagen haben wir gefördert, die Außenanlagen nicht. Und es ist total aus der Zeit gefallen, dass wir damit auch keine Photovoltaik gefördert haben. Das war mir dann auch irgendwann peinlich, wenn ich auf dem Panel danach gefragt wurde. Und glücklicherweise haben wir das jetzt verändert. Auch den kompletten Bereich der, ich würde mal sagen, energieeffizienten Sanierung, der wird jetzt Teil unserer Förderung sein. Wie viele Maßnahmen mehr in den Außenbereichen, wie beispielsweise Ladesäulen und andere Dinge. Und wem das alles zu allgemein ist, dem kann ich sagen, spätestens morgen früh um 9, vielleicht noch heute Abend, stellen wir die neuen Förderrichtlinien, die bereits erarbeitet sind, und mit der zuständigen Kommission, die sich ja aus ihren Verbänden rekrutiert, abgestimmt, dann online und Sie können sich bestens informieren. Da die Zeit unaufhaltsam fortschreitet, würde ich noch mal hier einen Blick in die Runde wagen, ob es Fragen gibt. Und wenn das nicht, aber wir werden auch nachher noch mal eine Endrunde machen mit Fragen. Und ansonsten jetzt zu meiner Rechten Frau Lange und Herrn Hinzen. Und ich habe es so verstanden, dass Sie anfangen, liebe Frau Lange. Richtig. Gut, dann the floor is yours. Vielen Dank, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen und auch
Von meiner Seite nochmal ein ganz großer Dank an den HDF für die Einladung, dass wir hier sitzen dürfen. Wir sitzen nicht hier, weil wir behaupten können, dass wir unsere Werbemittelproduktion schon zu 100% nachhaltig machen. Wir sitzen auch nicht hier, weil wir ein neues Patent erfunden haben. Also wir haben kein Plakat im Gepäck, was sich nach 6 oder 8 Wochen nach Start automatisch auflöst oder von selber recycelt. Aber wir sitzen hier, weil uns das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, weil es uns am Herzen liegt, wie es eigentlich jedem am Herzen liegen sollte. Und wir sind hier, weil wir den Austausch mit Ihnen allen suchen wollen. Also kommen Sie gerne hier oder auch später auf uns zu. Das ist ein großes Thema, was wir gemeinsam angehen müssen und deswegen sitzen wir hier. Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns auch kein ganz neues Thema. Wir schauen zum Beispiel schon ganz viele Jahre, auf welchem Papier wir unsere Plakate drucken. Aber wir haben in den letzten 2 Jahren uns noch viel, viel intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt. Das hängt zum einen damit zusammen, weil das Thema einfach immer aktueller geworden ist. Es ist aktueller denn je. Zum anderen haben sich aber auch Möglichkeiten verändert, wie man nachhaltig Werbemittel produzieren kann. Und wir haben ja auch gerade in dem Vortrag schon gehört, das ist ein riesengroßes Thema, was ganz viel Know-how bedarf und ganz viel Wissen. Und da sind wir froh, dass wir da auch nicht alleine dastehen als Verleih, sondern haben da schon seit ganz vielen Jahren unseren Partner Druck und Werte an der Seite, die uns bei der Produktion der Werbemittel betreuen, uns aber auch beraten, sei es in Punkten, was gibt es an neuen Trends, welche neuen Werbemittelformen gibt es, aber auch beim Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen bin ich aber auch sehr froh, dass der Lukas hier mit nach Baden-Baden gekommen ist und an ein paar Punkten auch noch ein bisschen mehr sagen kann, weil er auch noch viel, viel tiefer im Thema steht, weil er sich noch mehr damit beschäftigt, als wir das tun. Wenn ich mir das Thema Nachhaltigkeit bei den Werbemitteln angucke, gibt es für mich so 2 große Oberthemen. Das eine ist Quantität und das andere ist Qualität. Quantität, also die Menge an Werbemitteln, die wir produzieren. Das ist ein Riesenthema, das klingt erstmal so einfach, aber es ist manchmal komplexer, als man sich das wünschen würde. Jedes Kino ist individuell, jedes Kino hat andere Wünsche, andere Anforderungen. Die Anforderungen ändern sich ständig, weil zum Beispiel auch Plakatflächen in digitale Flächen umgewandelt werden. Wir müssen bei der ganzen Thematik auch die Werbemittellogistik, die Versandlogistik berücksichtigen. Und am Ende dürfen wir natürlich auch die Kosten nicht aus den Augen verlieren. Und ich weiß, dass dieses Thema, wie viel Material wird an welches Kino geliefert, ein Thema ist, wo wir hier wahrscheinlich alleine 2 Stunden diskutieren können. Uns ist das wichtig und wir, glauben Sie uns, wir sind da gerade dran und gucken uns auch dieses Thema ganz genau an und schauen, an welchen Stellschrauben man drehen kann, um das Ganze zu optimieren. Der andere Bereich, das ist der Bereich Qualität, den kann man auch noch mal so ein Stück weit unterteilen. Also Qualität, einmal die Qualität des Produktionsprozesses, angefangen von welches Papier wird verwendet, welche Druckfarben werden verwendet, wie ist der Produktionsprozess, wie wird das Ganze verpackt, wie wird das Ganze versendet, aber auch die Qualität des Endprodukts, also wie sieht das Produkt am Ende aus, denn unsere aller gemeinsame Aufgabe und Ziel ist es ja immer, Kino als was ganz Besonderes herauszustellen. Wir wollen die Qualität nach vorne stellen, wir wollen zeigen, dass Kino die bestmögliche Ton bietet, das bestmögliche Bild, den bestmöglichen Komfort und das wollen wir natürlich auch mit den Werbemitteln zeigen, die wir herstellen und wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, dass wir hier und da ein paar Rückschritte machen mussten, weil es vielleicht doch nicht schon so aussah, wie wir uns das gewünscht hätten. Wenn man das Ganze jetzt mal auch so ein bisschen übertreiben will, wir wollen, glaube ich, ja auch alle nicht, dass an unseren Kinotüren Plakate hängen, die schwarz-weiß auf grauem Recyclingpapier gedruckt sind. Aber das Gute ist, es muss es auch nicht, denn es hat sich viel getan und man kann inzwischen auch sehr hochwertig produzieren und trotzdem nachhaltig sein. Und ich denke, dass man das heute viel, viel einfacher machen kann, als man das vielleicht vor 5 oder 10 Jahren noch machen konnte. Ein Punkt, der bei uns natürlich auch ganz wichtig ist, sind Kosten. Also wenn man nachhaltig produzieren will, dann heißt das im Regelfall auch mehr Kosten. Also will ich Werbemittel nachhaltig produzieren, dann bedeutet das auch, dass ich dafür mehr Geld ausgeben muss. Und das ist Geld, was wir auch an keiner Stelle refinanzieren können. Es ist anders, als wenn ich beispielsweise
eine Solaranlage installiere und sagen kann, okay, das Ganze hat sich vielleicht nach 10 oder 15 Jahren amortisiert und ich habe nicht nur nachhaltig Strom produziert, sondern kann auch kostentechnisch davon profitieren. Und im Moment ist es so, dass wir zumindest nach unserem Wissensstand auch keine Fördertöpfe haben, die man anzapfen kann. Wir geben natürlich das Geld aus, aber wir würden uns natürlich auch freuen, wenn es da Möglichkeiten gibt. Ich weiß auch nicht, inwiefern auch in der Verleihförderung das ganze Thema noch mehr oder relevant sein wird, das Thema Nachhaltigkeit. Aber das ist auch ein Punkt, der zu berücksichtigen ist und uns ganz wichtig ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch schon ganz viel gesprochen und die Uhr tickt und ich würde erstmal an Lukas weitergeben. Dankeschön. Auch ich gehe mal nicht rüber und stelle mich da vorne noch ran, sondern würde kurz bitten, die Charts mit drauf zu werfen. Ich habe, danke Doreen, 3 Beispiele heute mal mitgenommen, um an so Produkten, die jeder kennt, die jeder vielleicht auch bei sich im Haus gesehen hat, zu erläutern, wie wir denn so vorgehen in dem gesamten Thema Nachhaltigkeit im Kino, jetzt hier sehr speziell für das, was vom Filmverleih an Werbemitteln, an Printmarketingbereich quasi produziert wird und ausgeliefert wird. Und ich mache das jetzt auch nicht mit großer Präsentation vorweg. Wir haben hier schon die Uhr tickt sich da oben. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal die 3 kleinen Beispiele an, die wir dabei haben. Das nächste Chart wäre sehr schön. Und zwar ein klassischer All-Time-Favorite wirklich für fast jede Filmkampagne. Die Kinoplakate 1 an 0, die Fotosätze oder Aushangsätze. Für vor allem dann im Family Entertainment auch das ein oder andere Faltblatt. Das sind, sage ich mal, Produkte, die schon, wie Doreen auch meinte, seit langer Zeit drüber laufen und auch schon ganz einfach schon vor langer Zeit angefangen haben zu überprüfen, wie kann man denn hier mit zertifizierten Materialien etc. arbeiten. Wenn man aber wirklich versucht, das Produkt komplett nachhaltig so gut wie möglich zu produzieren, denn schließlich wollen wir gerne auch für den Film werben, wir wollen auch gerne rausgehen mit Marketingmaterialien, aber dann müssen wir halt wirklich sehen, wie machen wir das. Und dann schauen wir uns immer 3 klassische Säulen an. Das eine zu sagen, vermeiden, reduzieren und dann kompensieren oder die Emissionen zu kompensieren. Und wenn man die 3 Schritte bei jedem Produkt durchgeht, sieht man das auch bei diesen, ich sag mal, Bestsellern auf jeden Fall. Also wir müssen erstmal schauen, bedarfsgerechte Produktionsmengen, hat Doreen vorhin jetzt auch schon angesprochen, tatsächlich zu schauen, wie nah kann man denn an die Bedarfe auch in den Lichtspielhäusern rangehen. Das ist natürlich eine sehr knifflige Aufgabe, insofern als dass sie ja jede unterschiedliche Architekturen und Möglichkeiten haben, bestimmte Produkte auszulegen, aber tatsächlich da zu schauen, dass man wirklich möglichst nah an die möglichen Bedarfe von den Kinos eigentlich erstmal rangeht. Das heißt, hier zu schauen, was ist denn tatsächlich sinnvoll zu produzieren. Und dann der zweite Faktor in dem Bereich, was ich jetzt hier mit Makulaturminderung aufgenommen habe, also alles, was Qualitätssicherung ist. Jedes Mal, wenn wir Probleme haben mit dem Einstellen der Maschine oder mit einem großen Anfahren, mit Qualitätssicherung, mit Problemen mit Druckdaten, vielleicht tatsächlich sogar Nachproduktion oder ähnliches, ist es natürlich alles ein Produkt, was nicht hätte produziert werden müssen. Also wenn wir da wirklich einfach den Workflow komplett auf das Qualitätssicherung auslegen, schauen, dass wir bei der Datenerstellung, bei der Prüfung der Daten, bei der Produktion, bei der Auswahl der Produktionsmöglichkeiten den besten Weg zu gehen, wirklich gemeinsam, dann kann man da auch das vermeiden und da die Reduktion der Probleme wirklich mit einnehmen. Als letztes Faktor, wie wird das Produkt im Endeffekt dann natürlich produziert? Immer wichtig bei allem, was Papier ist. Papier besteht nun mal aus Zellstoff, also aus Holzstoff, was von Bäumen herkommt. Das heißt, wenn wir über Frischfasern sprechen, immer über zertifizierte Fasern, also PEFC, FSC-Produktionen, um sicherzugehen, dass wir hier keinen Holzabbau haben, der illegal ist, ohne Wiederbeforstung etc. Das heißt hier, das ist die eine Säule. Die zweite Säule natürlich, die in den letzten Jahren auch sehr stark geworden ist und auch nicht nur noch graues Papier hat, sondern im Recyclingbereich und den Anteil von Recyclingfasern tatsächlich hochzuhalten, um da auch den Impact möglichst klein zu halten. Das ist was, was man eigentlich heute für fast jedes Produkt machen kann. Und machen sollte auf jeden Fall auch.
bis hin zu zertifizierten Produktionsstandorten. Wir haben gerade auch schon drüber gesprochen, jetzt die Frage nach beispielsweise EMAS oder Blaue Engel Produktionsstandorte, wo man tatsächlich auch schaut, wie jetzt das eigentliche Printprodukt denn auch produziert wird. Und last but not least, wir haben gesagt, vermeiden, reduzieren, und das dritte ist kompensieren. Das heißt, wir werden bei jeder Produktion, wenn wir sie uns anschauen und möglichst optimal aufstellen, am Ende natürlich trotzdem einen Impact haben und einen gewissen CO2-Fußabdruck. Und der letzte Schlüssel ist dann, den Emissionsausgleich zu machen, durchaus niemals den als erstes anzugehen, sondern es darf immer nur der letzte Schritt sein. Das ist ein Beispiel, um zu zeigen, wie die ganz klassischen Produkte, die Sie eigentlich alle Tag ein, Tag aus auch von verschiedensten Filmverleihern bei sich in den Kinos bekommen und erhalten zum Bewerben. Das zweite Case, bitte zum nächsten Chart, da ist ein Produkt, was nicht mehr allzu viel unterwegs ist, zumindest von der einen Seite, nämlich die Kinogutscheine in dem Bereich von Verleihseite jetzt vor allem. Hier ist sehr viel in die Online-Möglichkeit übergegangen, was natürlich eine sehr praktische Sache hat, dass wir einfach keinerlei Produktionen mehr notwendig haben. Ein Gegenstück ist leider, dass es zu Hause das ein oder andere Mal dann doch ausgedruckt wird. Das ist dann auch wieder eine Frage, ob das so die sinnvollere Variante war. Aber zumindest, wenn man auch hier wieder sagt, wir haben einen Bedarf, wir wollen Kinogutscheine produzieren, dann haben wir auch da, das ist das unsere Beispiel in der linken Ecke, ganz klar gesagt, wir schauen uns das Produkt an. Ist es wirklich sinnvoll, hier auf hochweißes Frischfaserpapier zu gehen? Nein, also hier klar, Einsatz von Recyclingpapier kann genau die Stabilität, die Grammatur mit sich bringen, um ein schönes Volumen und ein schönes festes Papier in der Hand zu haben, trotzdem einen Weißgrad zu haben, um das Artwork gut wiederzugeben. Wir sind dahin gegangen, dass wir möglichst auf alles, was Zellophanierungen angeht, verzichten. Das heißt, keinerlei Schichten mehr obendrauf, glänzend matt oder ähnliches. Denn spätestens, wenn es dann wieder um das Recycling des Produkts geht, haben wir das Problem, dass hier wir einen großen Anteil an Frischfasern verlieren, der nicht wieder ins Recyclingpapier eingehen kann. Das ist ein ganz klarer Schritt. Und wenn man dann noch schaut, dass man das entsprechende Produktionsverfahren, Druckverfahren nimmt, um erstmal die umweltfreundliche Produktion des Gutscheins hinzubekommen, trotzdem die Möglichkeiten der Individualisierung mit sich bringt, dann hat man eigentlich ein ganz einfaches Produkt trotzdem so weit optimiert, um es nutzen zu können und damit seine Gewinnspiele oder ähnliches auszuspielen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Kinogutscheine auch und Kinogutscheinboxen und ähnliches, was dann direkt aus dem Kino dann auch für den Verkauf oder Interesse für die Kunden dann direkt angeht. Da muss man natürlich schauen, wofür und wie funktioniert das. Hier haben wir beispielsweise ein Produkt mitgebracht, die Schoko Kino Box. Da haben wir quasi eine alternative Gutscheinbox mit für unseren Kunden dann entwickelt. Findet sich auch hier vor Ort auf dem Ausstellungsgelände. Und die Schoko Kino Box soweit dann durchgegangen, um zu schauen, wie können wir sie aufbauen, dass wir mit dem optimalen Rohstoffeinsatz trotzdem eine hohe Rezyklierbarkeit, also tatsächlich auch die Fasern wieder reinbekommen. Lokale Produktion, hier muss keine Weißblech- oder Plastikproduktion aus China mit dem Container rüberkommen, sondern wir können es direkt hier vor Ort in entsprechenden, genau bedarfsgerechten Mengen produzieren und umsetzen, mit Individualisierungen, mit Events, mit Möglichkeiten für Saisonware oder ähnliches, diese Box zu erarbeiten, wo dann nachher die schöne, vielleicht auch lokal hergestellte Schokolade und der Kinogutschein reinkommen kann. Genau, und last but not least, ein kleines Thema, was noch nicht fertig ist, ist der dritte Case, würde ich auch gerne noch einmal kurz angehen. Kinobanner. Aufmerksamkeitsstarkes Werbeprodukt, was in vielen Kinos natürlich hängt, von vielen verschiedenen Varianten und Möglichkeiten von den Filmverleihern hergestellt, produziert und an die Kinos geliefert. Hier klar auch ganz wichtig, bedarfsgerechte Produktionsmengen erstmal überlegen, auch da über die Materialauswahl heranzugehen, wenn man ein Papier hat, auch hier die Frischfaser oder die Recyclingfaser ranzugehen, das zu gucken. Wir haben aber das Problem beim Banner, besteht nicht nur aus Papier, sondern es hat eine entsprechende Beleistung, die funktioniert noch nicht auf jeden Fall gut in Papier oder Ähnlichem, sondern ist in der Regel dann eine Aluleiste oder auch entsprechende Kunststoffleisten. Das heißt, hier müsste man auf jeden Fall über den Entsorgungshinweis und die Trennung natürlich nachgehen. Also Abfallmanagement hatten wir vorhin auch schon in dem Bereich.
Und als Alternative haben wir uns dann durchaus auch mit Studiokanal einiger Zeit damit Gedanken gemacht und sind hier auch noch in der Entwicklung und am Gucken, wie wir das vielleicht auch umsetzen können. Aber hier das Kinobanner so weit hinzubringen, dass wir sagen, wir versuchen in ein Mehrwegsystem zu gehen. Das heißt, die eigentliche Bannerleisten, die oben drin sind, aus einer entsprechenden nachhaltigen Forstwirtschaft herzustellen und immer für mehrere Banner nutzen zu können. Das heißt, wir würden in die Richtung gehen, das Banner selber zu produzieren, gesäumt zu machen und dass, wenn entsprechend der Kinofilm durchgelaufen ist, man tatsächlich einfach nur die Halterungssysteme rausnimmt, sie bei sich abstellt und für die nächsten Banner dann wieder nutzen kann. Dadurch haben wir eine ganz klare sortenreine Trennung auch. Und wir würden uns natürlich freuen, dass wenn sich solche Ideen und solche Entwicklungen nicht in eine Insellösung entwickeln, also dass wir das nur für die Banner für den Studiokanal machen, auch wenn wir sie dann sehr gerne so produzieren werden, aber auch für den einen oder anderen mehr natürlich im Filmverleih mit reinzunehmen, weil erst dann macht es natürlich auch wirklich Sinn, dass auch bei Ihnen in Kinos Sie auch mit einfach aussuchen können, welche von Ihren Bannern Sie jetzt einhängen in die Systeme und bei sich dann reinhängen und den Befestigungssystem quasi rausholen und dazu nutzen. Einen kleinen Wermutstropfen hat das Gesamte, deswegen, wie gesagt, wir sind auch noch in der Entwicklung und schauen, aber so ein System, so ein Banner, ein Auswechselbanner wäre dann nicht herstellbar aus entsprechendem Papier. Allein schon die Saumbildung oben benötigt, dass wir nähen können. Dadurch sind wir hier in den Bereich gegangen zu gucken, welche Filmstoffe, welche Möglichkeiten von Kunststoffen und Textilien haben wir hier. Und da in die Richtung vom Sequel gegangen. Das Beispiel habe ich auch gerne aufgenommen, weil es tatsächlich zeigt, auch wenn es im Endeffekt ein Kunststoff ist, der dabei ist, dieser wird komplett aus Kunststoff, das aus den Meeren rausgeholt wurde, aufbereitet und wieder aufbereitet und kann nach der Nutzung komplett trotzdem so in die gelbe Tonne und recycelt werden als Kunststoff. Und so kann man dann, auch wenn es kein Papier ist und es nicht in nur die blaue Tonne dann quasi geht, auch andere Wege gehen der Produktentwicklung und der Überlegung, wie man möglichst nachhaltige Werbemittel ins Kino bringt. Danke. Ja. Auch an die Kollegen. Vielen Dank, Herr Hinzen und Frau Lange. Ich widerstrebe der Versuchung, Ihnen Fragen zu stellen, weil da tickt eine Uhr. Und wir sollen in einer Viertelstunde fertig werden. Und deswegen sehe ich im Moment keine andere Möglichkeit, als wenn wir Fragen haben. Zum Beispiel gingen ja auch nochmal Fragen an die Förderung. Vielleicht können wir es nachher noch machen. Aber jetzt erstmal zu gehen zu Herrn Grundl, der zugeschaltet sein müsste und uns etwas erzählen möchte über Green Culture Desk. Und ich würde die Regie bitten, Herrn Grundl jetzt dazu zu schalten. Wir sehen ihn, wir haben einen Bildschirm eigentlich hier vorne, da ist er aber nicht. Hallo Herr Grundl, wir grüßen Sie. Jetzt, ich hoffe, Sie hören mich auch gut. Ja, das geht, wir haben Sie jetzt zum Schluss gehört, das ist wunderbar. Wir haben Sie vorher, ich weiß nicht, ob Sie von Anfang an schon dabei waren, wir haben Sie gebührend angekündigt und freuen uns sehr, dass Sie Interesse haben, hier uns und dem ganzen Saal hier etwas zu erzählen über das Green Culture Desk, das ja von der Kulturstaatsministerin im Moment vorgestellt wurde und implementiert werden soll. Also, wir hören Ihnen gerne zu. Ja, Herr Bergengrün, ich bedanke mich erstmal sehr herzlich für die Einladung und es gleichzeitig auch die Entschuldigung, dass ich es nur digital schaffe, aber ich bin hier am Rande unserer Fraktionssitzung in der Sitzungswoche und hoffe, dass ich trotz allem Ihnen einen kleinen Einblick oder auch in das, was wir vorhaben oder was wir machen, geben kann. Es vergeht eigentlich kein Tag oder es gibt fast kein Panel mehr in der Veranstaltungsbranche, herausfordernd Kunst und Kultur, das ohne das Thema Nachhaltigkeit auskommt, insbesondere der ökologischen Nachhaltigkeit. Das ist ein gutes und sichtbares Zeichen eben dafür, dass das Thema der ökologischen Transformation in den Kultursparten angekommen ist. Und das ist für uns als Ampel, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben das Thema in den Koalitionsvertrag reingebracht, wurde mit dem Framing Green Culture und Green Culture Desk auch konnotiert. Aber lassen Sie mich gleich vorab sagen, wir haben bei unseren AmpelpartnerInnen inhaltlich da
offene Türen eingerannt. Das ist Thema ist bei allen sehr virulent. Ein bisschen ging es vielleicht, gab es Diskussionen, ob man das Green Culture nennen soll, aber wir haben uns dann, wir haben uns schließlich dann drauf geeinigt. Für den Bereich Kinos hat ja meine Kollegin Tabea Rössner, die Ihnen sicherlich bekannt ist, viel Vorarbeit geleistet. Auf der bauen wir auch auf. Unter Tabeas Federführung wurde ein Fachgespräch zum Thema veranstaltet in der letzten WP und ein Positionspapier für die Fraktion erstellt. Und bereits in diesem Papier wurden Maßnahmen aufgezeigt, wie Politik die ökologische Transformation von Kinos begleiten und fördern kann. Beispielsweise durch die Förderung von grünen Consultants, auch fürs Kino, durch die Reform der Filmförderstrukturen, durch die Knüpfung der Förderung von Kinos an Nachhaltigkeitskriterien, durch die Einführung und Verleihung eines Labels grünes Kino und vieles mehr natürlich. Als Sprecher für Kulturpolitik habe ich mir dann bereits in der letzten Legislatur zur Aufgabe gemacht, ein Konzept zu entwickeln, das die Rahmenbedingungen für eine Unterstützung und Förderung für alle Kultursparten gleichermaßen umfasst, dem sagenumwobenen Green Culture Desk. Entscheidend für diesen Desk ist es, dass es das Thema Kultur und Nachhaltigkeit insbesondere im Sinne einer Betriebsökologie für klimaneutrale Kultur in den Koalitionsvertrag geschafft hat und jetzt auch umgesetzt wird. Es ist auf Seite 122 des Koalitionsvertrags, ich lese es mal kurz vor, heißt, wir richten eine zentrale Anlaufstelle Green Culture ein, die Kompetenzen, Wissen, Datenerfassung, Beratung und Ressourcen für die ökologische Transformation anbietet. Und dass es das Green Culture jetzt erstmalig in einen Koalitionsvertrag geschafft hat, ich möchte es nochmal betonen, ist auch das Verdienst all derer, die seit Jahren in der Kulturbranche dafür arbeiten und kämpfen, weil es ist natürlich so, dass sich auch Fachpolitiker das nicht aus den Rippen schneiden können, sondern wir immer, und so ist es auch angelegt, auf die Expertise der Akteurinnen vor Ort angewiesen sind. Und das Kernthema für Green Culture Desk ist es eben, dass die Politik unterstützend dabei mitwirkt, Rahmenbedingungen bereitstellt und eben auch die Initiativen aufnimmt, die bereits da sind. Und Sie wissen es alle, es kommt sehr viel aus den einzelnen Sparten. Ich kenne viele Kinobetreiber, die sich das schon seit längerer Zeit auf die Fahnen geschrieben haben. Und jetzt geht es halt einfach um die Vernetzung und die Vernetzung so einfach wie möglich zu machen, eben durch dieses Desk. Wie es zu Beginn eines neuen Amtes ist, man stellt sich den verschiedenen Akteuren in der Kulturpolitik vor. Und so war es dann eben auch, dass dieses Know-how an uns herangetragen worden ist und wir das eben gerne aufgenommen haben und jetzt versuchen, auch in den Haushaltsverhandlungen, es ist ein Referat angekündigt für Green Culture, wo wir alle diese Sachen bedenken wollen und wo eben auch im besten Fall dann ein Green Culture Desk schon mal für diesen Haushalt aufgebaut wird. Das ist jetzt gerade in Full Swing. Ich kann nicht vorgreifen, aber ich bin natürlich wie viele andere auch in freudiger Erwartung, was unsere HaushälterInnen dann beschließen. Ich erinnere mich noch sehr gut 2018 ein Gespräch mit Norbert Sievers, dem damaligen Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft und heute wissenschaftlicher Berater des Instituts für Kulturpolitik, der KUPOG, den vielleicht einige von Ihnen auch kennen, und der mir damals sinngemäß gesagt hat, alle Themen sind wichtig, aber für alle Kultursparten wird es von großer Relevanz sein, wie sie die Herausforderung des Klimawandels meistern. Die Kulturbranche müsse fit gemacht werden und dabei brauche sie die Hilfe der Politik. Und Herr Sievers brachte das auf den Tisch. Schnell wurde uns allen klar, dass die Kulturszene dann eben schon viel, viel weiter war, als die Politik geglaubt hat. Es stand fest, Kulturpolitik kann nicht einfach nur eine Förderpolitik beinhalten, einfach nur Geldautomat sein, sondern Kulturpolitik muss natürlich auch Klimapolitik sein. Und es muss alles zusammengedacht werden und es bedarf der nötigen Rahmenbedingungen, damit die Kulturbranche sich auf eine Transformation hin zur klimaneutralen Kulturpolitik vorbereiten kann.
PolitikerInnen sind immer schlecht beraten, wenn sie solche Fragen alleine beantworten, wenn Politik von oben herab entscheidet, wenn vorhandene Strukturen übersehen werden, die bereits vorhanden sind, nur weil man etwas Eigenes machen will und das dann auch für sich selbst beanspruchen will. Oder Politik, glaube ich, ist auch schlecht beraten, wenn überstürzt gehandelt werden soll. Schlussendlich, wenn eben nicht auf die Expertise der Szene gehört wird. Also lag es eben auf der Hand, dass wir genau für jede einzelne Kultursparte versuchen, die Leute an einen Tisch zu holen. Wir haben die Expertinnen eingeladen, Vertreterinnen der Club- und Festivalkultur, Theaterleute, SchauspielerInnen, Museumsverantwortliche, auch Kinoinitiativen wie Initiative Grünes Kino waren dabei, wie auch bildende KünstlerInnen, Energieagenturen, WissenschaftlerInnen und VertreterInnen der Kulturverbände. Also wir wollten das gesamte Bild haben. Ziel war es, zu überlegen, was denn die politischen Rahmenbedingungen konzeptionell sein müssen, damit wir Politik die Bemühungen um eine ökologische Transformation nicht nur mit Worten wertschätzen, sondern auch faktisch unterstützen können. Und da war man sich sehr schnell einig, und vielleicht stimmen Sie mir auch zu, dass ein Überstülpen politischer Regelungen von Gesetzen, Vorgaben oder gar Verboten der absolut falsche Weg wäre. Es benötigt die Akzeptanz und die Dynamik aus der Kulturszene heraus, damit sich etwas effektiv entfalten und bewegen kann. Darauf folgten natürlich dann viele Gespräche. Und eins möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, trotz Corona und den immensen Herausforderungen, die die Pandemie in der Kulturbranche ausgelöst hat, war das Interesse am Thema der Klimaneutralität ungebrochen hoch. Das war und ist nicht selbstverständlich und das weiß ich auch persönlich sehr wertzuschätzen. Aus all diesen Gesprächen und Austauschen haben wir ein Green Culture Konzept entwickelt. Das Green Culture Konzept mündete in einen Fraktionsbeschluss der vorherigen grünen Bundestagsfraktion und in einem Parlamentsantrag. Teil des Konzepts ist es, mit einem Green Culture Desk besagte zentrale Anlauf- und Vernetzungsstelle einzurichten. Und das steht eben jetzt auch im Koalitionsvertrag. Was soll das Green Culture Konzept dann sein? Kern des Green Culture Konzepts ist der Green Culture Desk der öffentlichen und privaten Kultureinrichtungen, sowie Kulturakteurinnen als zentrale Anlaufstelle dienen soll, also auch den Kinos. Er soll sich vier Kernaufgaben annehmen. Erstens soll er als zentrale Anlaufstelle für den Kulturbetrieb dienen und Expertise für Interessierte bereitstellen. Zweitens soll er dabei helfen, die Green Consultants oder besser Advisors, also Expertinnen in diesem Bereich, zu identifizieren, zu vermitteln und zu qualifizieren. Drittens soll er Daten zum Verbrauch und Einsparungen an Kultureinrichtungen sammeln und bereitstellen. Und viertens soll er den fachlichen und öffentlichen Diskurs zur ökologischen Transformation des Kulturbetriebs mitgestalten. Das Konzept baut, so wird es Ihnen als Experten sicher schnell aufgefallen sein, auf bestehende Strukturen auf und will sie als Netzwerk verknüpfen, weiter fördern und Synergien nutzen und sichtbar machen. Zudem hat das Green Culture Desk eine koordinierende Aufgabe, um die jetzt schnell wachsenden Initiativen, Maßnahmen von Grünes Kino bei der FFA oder die Grüne Kino-Initiative bis hin zum Zero-Programm der Kulturstiftung des Bundes. Schaut man auf die letzten Jahre der Kulturpolitik, wird eins schnell deutlich: Das Thema Klimaneutralität im Kulturbetrieb hatte bisher keinen so hohen Stellenwert. Sinnbildlich dafür steht wohl der Neubau des Museums der Moderne. Zum Glück kein Kino, würde ich sagen. Professor Stefan Simon, Direktor des Forschungslabors Rathgen, sagte in einem Interview dazu einmal sinngemäß: Wir bauen jetzt ein Museum, das später von einer Generation besucht werden soll, die heute als Fridays for Future auf die Straße geht und eben genau derartige verschwenderische Neubauten ablehnt. Das wird einfach nicht funktionieren. Wir müssen Klimaneutralität bei allen kulturpolitischen Vorhaben mitdenken. Anders wird es nicht mehr gehen und ich bin überzeugt, dass uns das auch gelingen wird. Ich bin froh, dass wir jetzt eine Kulturstaatsministerin haben, die uns dabei unterstützt und die Wichtigkeit des Themas stets betont. Auf der Berlinale hat Frau Roth deshalb auch mehr Nachhaltigkeit bei Film- und Fernsehproduktionen eingefordert. Als einen ersten Aufschlag für eine Green Culture Strategie aller Kultursparten hat die BKM während der Berlinale den Fokus auf die Filmproduktion gelegt
und mit allen relevanten Akteuren den Weg zu festen Mindeststandards bekannt gegeben. Das ist ein Meilenstein in der Kulturpolitik und ebnet den Weg hin zu Green Culture und damit zu einem erheblichen Beitrag zur der Reduzierung von CO2-Emissionen auch im Kulturbetrieb. Wichtig ist hier, dass Frau Roth betont, dass es kein Greenwashing geben dürfe. Es braucht verbindliche Regeln, die bestenfalls zu einer klimaneutralen Film- und Fernsehproduktion führen. Die Bundeskulturpolitik wird sich durch den Satz im Koalitionsvertrag ändern. Green Culture wird ein festes Kriterium sein, nach dem sich zu richten sein wird. Das wird jetzt angepackt. Dafür hat die Kulturstaatsministerin in ihrem Haus ein neues Referat für Kultur und Nachhaltigkeit aufgebaut. Und das ist der erste Schritt. Folgen wir jetzt dem Aufbau. Wird jetzt, ich sage noch kurz über den Aufbau des Green Culture Desks und dann nach in einem Verwaltungsapparat des Bundes soll es angesiedelt werden und eine branchennahe neue Geschäftsstelle soll natürlich installiert werden. Wann das Green Culture Desk kommt, wann die Anlaufstelle kommt, das braucht jetzt insbesondere natürlich die Unterstützung der aller Ampelparteien, insbesondere auch die finanzielle Unterstützung. Wir werden es nicht auf die lange Bank schieben. Es ist ganz klar, dass wir hier schnell die Geschichte auf die Straße heben müssen, dass wir Ergebnisse vorweisen müssen, denn wir müssen auch das Momentum nutzen, dass hier gerade diese aktuell ganz klar vorherrschende Bereitschaft, Einsparung, Transformation, das muss die Politik aufnehmen und wir werden an allen Fronten dafür kämpfen und ich bin mir hier im Deutschen Bundestag auch einer breiten Unterstützung sicher. Das war's. Herr Grundl, Sie sind ein Meister. Wir haben nämlich noch 48 Sekunden und Sie haben es genau geschafft. Herzlichen Dank. Und herzlichen Dank auch für diesen wirklich umfassenden Vortrag, der die Brücke von Kino hin zur insgesamten grünen Politik und grünen Kulturpolitik schlägt. Ich könnte jetzt sofort abmoderieren. Ich möchte aber trotzdem noch. Ich würde gerne einen Satz ergänzen und damit einfach nur eine Aufforderung verbinden oder eine Ermunterung. Machen Sie gerne mit beim Green Culture Desk. Konzeptionell ist es extra darauf ausgerichtet, dass eben nichts in Stein gemeißelt ist, sondern auf Ihre Expertise angewiesen ist. Vielen Dank auch dafür nochmal. Und da die Uhr jetzt schon in den roten Bereich übergegangen ist, der uns begleitet, bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt die Runde zu beschließen und zu sagen, was immer Sie an Fragen haben, wir stehen alle zusammen draußen vor der Tür, kommen Sie auf uns zu. Und ich möchte zum Schluss danken, erstmal Christine Berg und dem HDF für dieses Panel und die ganzen anderen Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit und allen, die hier waren, so viel für nachhaltige Produktion getan haben und das dargestellt haben. Vielen Dank und vielleicht sehen wir uns gleich noch draußen. Ja, ganz herzlichen Dank, Karl Bergengrün und den Gästen, für die wichtigen Fragen und Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit und Kino. Herzlichen Dank. Hier im Kongresshaus geht es um 16 Uhr oben im ersten Stock im Sitzungsraum 1 weiter mit dem Workshop HDF Campus, das wir gewinnt als Team im Kino erfolgreich. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Parallel dazu findet aber ebenfalls im ersten Stock im Kongresssaal 1 der Workshop HDF Campus voneinander lernen, Marketing in Zeiten von Corona statt. Hier sind spontane Besucher sehr willkommen. Und ebenfalls ohne Anmeldung können Sie sich ab 17.30 Uhr im Cineplex den Film anschauen, auf den die Welt so lange gewartet hat. Unbestritten ist er einer der Highlights des Kinojahres 2022, nämlich Top Gun Maverick. Vorne vor dem Kongresshaus, Sie kennen es ja von gestern, stehen Busse, die Sie dann rüber ins Kino shutteln. Und die Infos zu den Shuttle-Zeiten finden Sie in der App, die Sie sich wahrscheinlich alle inzwischen downgeloadet haben, Kino 2022. Im Kino 7 und Kino 8 gibt es vor dem Screening von Maverick übrigens noch einen Ausstellervortrag der Firma Echo über Neues aus der Welt der Laserprojektionstechnik.
Nach dem Screening können Sie die Busse dort wieder nehmen zum Get-Together ab 20.30 Uhr in der Gerolzauer Mühle. Es gibt aber auch Shuttles von hier vom Kongresshaus zur Location zum Get-Together. Kleinen Tipp noch für die, die noch netterweise zuhören, vielen Dank. Schauen Sie auch mal gerne im Erdgeschoss in der ganz neuen Popcorn und Lakritz Podcast Lounge vorbei. Und wenn es Ihnen da oder auch auf einem der zahlreichen anderen Lounge- und Catering-Areas hier im Gebäude gefällt, dann posten Sie das auch gerne mal oder schauen sich an, was die anderen so alle posten unter den Hashtags Kino2022, Hashtag Kinokongress, Hashtag HDF Kino bei Facebook, Twitter, Instagram etc. Vielen Dank. So, das war's für heute von hier. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder um 11 Uhr. Ausgeschlafen und ausgeruht hoffentlich dann nach dem Get-Together zum Seminar der Reihe HDF trifft. Und da wird Christine Berg diskutieren mit Leopold Grün von Vision Kino über filmische Bildung für Kinder und Jugendliche. Und die Frühaufsteher, die sich dafür angemeldet haben, die treffen sich bereits um 9.30 Uhr im Sitzungsraum 1 zum HDF Campus, das wir gewinnt. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören und Ausharren. Viele Grüße auch an die Livestream-Gäste. Und ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend in Baden-Baden. Tschüss und bis morgen.